Stellt euch vor, es gäbe ein Land, wo alle Menschen arm sind. Und ein guter König hätte einen Sack mit ganz kostbaren Münzen ausgeteilt. Und eine so eine Münze würde einen Menschen komplett reich machen können. Und der ist so großzügig, dass er diese Münzen freigebig austeilt. Nun stellt euch vor, der gleiche König hätte einen Gegenspieler. Und der Gegenspieler will nicht, dass die armen Leute diese echte Münze bekommen und reich werden. Und deswegen produziert er Plastikmünzen, die gar nichts wert sind, aber so ein bisschen ähnlich aussehen. Und von denen produziert er noch viel mehr, Millionen, und streut sie unter das Volk. Was würde passieren? Die armen Leute sind dran gewöhnt, okay, das ist eine Münze, das ist eine Silbermünze, ich weiß, was das ist. Es bringt nicht viel, verändert nichts, kannst du nichts mehr kaufen. Es würde bewirken, dass wenn so ein armer Mensch eine echte Münze angeboten bekommt, könnte es leicht passieren, dass er sagen würde, das kenne ich schon. Gleiches Ding, schon probiert, bringt nichts, nee, verändert nichts. In dem Land, in dem wir leben, in Europa, überhaupt im Westen, sagen Menschen, dass sie das Christentum kennen. Wir sprechen nicht von einem Kontinent, wo alle Leute sagen, oh Jesus, habe ich noch nie was davon gehört? Sondern alle haben schon irgendwas davon gehört. Die Frage ist, was haben sie gehört? Ich habe diesen Sommer im Urlaub ein Buch gelesen von einem Philosophen, der heißt Charles Taylor, nicht zu verwechseln mit einem, mordenden Kriegsherrn aus Afrika, der auch so hieß. Charles Taylor ist ein Religionsphilosoph und der stellt eine ganz simple Frage. Und die Frage lautet, wie ist es möglich, dass im 15. Jahrhundert in Europa praktisch es unmöglich war, nicht an Gott zu glauben? Und wie kann es sein, dass 500 Jahre später es fast unmöglich erscheint, für einen modernen Menschen an Gott zu glauben? Was hat sich getan in diesen 500 Jahren? Und er kommt neben vielen anderen Sachen auf eine höchst interessante These. Und zwar, er sagt, im Hochmittelalter hat sich eine Verschiebung ereignet. Und er sagt, das Christentum im ersten Jahrtausend war in erster Linie gekennzeichnet von heiligen Festen, von so Sachen wie Wallfahrten, von so was Mystischem, die Klöster und so die Mönche, die es da gab. Und er sagt, im Hochmittelalter vollzieht sich langsam eine Veränderung dahingehend, dass es auf einmal so um christliche Tugend geht. Also der Anspruch ist auf einmal da, die Menschen, alle Menschen, die sollen sich gut und christlich verhalten, was ja eine schöne Sache ist. Was aber dann passiert, so im 17. und 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, ist eine weitere Bewegung, und zwar, dass die Gesellschaft sagt, ja du, das mit sich gut benehmen ist echt ein guter Punkt, ja, gute Menschen sein ist echt wichtig, aber ich glaube, das klappt ohne Gott auch. Und tatsächlich ist das die heutige Meinung der allermeisten Menschen, was es heißt, ein Christ zu sein. Ein Christ zu sein bedeutet, ich bin ein guter Mensch. Ja, ich möchte das mal hinschreiben. Ich bin ein guter Mensch. Oder ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich bin ein guter Mensch. Das erkennt man deutlich daran, dass Leute sagen, ja du, es gibt auch Menschen, die nicht an Gott glauben, aber die vielleicht sogar viel christlicher handeln als einer, der an Gott glaubt, aber keine Ahnung, der sich nicht schert um seine Mitmenschen oder der die Umwelt verpestet oder der intolerant ist. Das ist gar keine Frage von Glauben, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Und ich sage euch, ihr Lieben, dieser Satz hier, ich bin ein guter Mensch, ist das. Das ist das Fake-Evangelium. Das ist die Fälschung. Nun, wenn das die Fälschung ist, was ist das Original? Was ist das Evangelium? Ich bin ja schockiert. Ich habe mal 10 Priesteramtskandidaten, also Leute, die Priester
werden wollten. Ich habe sie gefragt, kannst du mir erklären in einer Minute, was ist das Evangelium, was ist die Botschaft des Christentums? Und keiner von den 10 konnte es. Jetzt, wenn du ein Auto verkaufen willst, musst du dem Kunden erklären, was unterscheidet denn deins von den anderen Autos und was kennzeichnet das? Im ersten Jahrhundert gab es eine Botschaft, über die gesagt wird, als sie das hörten, drang es ihnen mitten ins Herz und sie sagten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Im ersten Jahrhundert gab es eine Botschaft, die Welt durcheilt ist mit einer Geschwindigkeit, die das ganze römische Weltreich von innen heraus durchbohrt hat im Laufe von wenigen Jahrzehnten, ohne politischer Macht, ohne Geld, ohne Waffengewalt, einfach nur diese Kraft des Evangeliums. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, dieses ich bin ein guter Mensch, da ist doch nichts Falsches dran. Jetzt grundsätzlich, wenn du sagst, ich bin ein guter Mensch, gibt es 2 Möglichkeiten, wie du diesen Satz begründen kannst. Du kannst entweder sagen, ich bin ein guter Mensch, weil wir sind alle gute Menschen. Es gibt nur gute Menschen. Du bist okay, ich bin auch okay. Und falls es einen Himmel gibt, sehen wir uns am Schluss alle wieder dort. Und überhaupt, wer bin denn ich, jemandem zu sagen, was gut und falsch ist? Für den einen ist das gut und für den anderen ist das andere gut. Und für diese Sicht gibt es einen Fachbegriff. Und der Fachbegriff heißt Relativismus. Also wenn du den Sachbegriff nicht kennst, dann musst du ihn dir auch nicht unbedingt merken. Aber dieser Satz besagt praktisch, ey, der eine wird so selig, der andere wird so selig, jeder soll mal so machen, wie er will. So, das ist der Satz. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit, das zu verteidigen. Du kannst zum Beispiel sagen, nee, es gibt schon Gut und Böse, das gibt es wirklich. Aber, also ich bin einer von den guten Menschen, weil ich keiner von den Bösen bin. Na ganz klar, also ich bin kein Terrorist. Ich habe noch nie jemand vergewaltigt. Ich bringe keine Leute um. Ja, ich bin keiner, der das Klima verpestet. Oder ich bin ein guter Mensch, weil ich mich anstrenge, gesund zu leben. Ich bin ein guter Mensch, weil ich mich weiterbilde, weil ich nicht alles glaube, was mir jemand erzählt. Ich bin ein guter Mensch, weil ich tolerant bin. Ich bin ein guter Mensch, weil ich viel bete. Und da ist ja alles, da ist alles okay an diesen Aussagen und nichts Falsches dran. Aber diese Sicht, also ich bin ein guter Mensch, weil ich Gutes tue, diese Sicht nennt man Moralismus. Das ist übrigens ganz egal, ob das jemand mit Gott macht oder nicht. Das funktioniert in beiden Fällen. Das ist, kann auch ein kompletter Atheist kann das genauso am Laufen haben. Jetzt, wo ist das Problem an diesen beiden Geschichten und wo ist überhaupt das Problem an diesen ich bin ein guter Mensch? Schaut mal, wenn du so einen Satz anschaust wie ich bin ein guter Mensch, weil immerhin bin ich nicht so schlecht wie der andere, dann siehst du, es ist ein komisches Geschmäckle dran. Und das will ich mal kurz versinnbildlichen. Ich habe hier mal so kleine Steine mitgebracht. Und das sind die Dinge, auf die wir stolz sind, weil wir gut sind. Ja, zum Beispiel, ich setze mich ein für meinen Mitmenschen. Ich lüge nicht. Ja, oder ich versuche mich weiterzubilden. Oder ich bin ein Mensch, der seinen Kindern versucht, eine optimale Erziehung mitzugeben. Ich bin jemand, ich spende immer mal wieder und ich bin gegen Hass und Intoleranz und setze mich ein und so weiter. Das sind so diese guten Sachen. Und jeder Mensch hat so ein kleines Gutsei-Konto. So ein kleines Gutsei-Konto. Also, ich habe natürlich auch schlechte Seiten, aber es sind so Sachen, auf die ich stolz bin. So, jetzt das Problem ist, wenn du genau zum Beispiel so einen Satz zuhörst wie ich bin ein guter Mensch, weil ich bin keiner von den Schlechten. Ne? Eltern erziehen ihre Kinder, ja, also sei brav, sonst wirst du Zuchthäusler, sonst kommst du irgendwann ins Gefängnis. Und das bedeutet, ich bin ein Guter und der ist der Böse. Und dieses ich bin ein guter Mensch lebt letztendlich immer ein Stück weit von der Verachtung anderer. Ich meine, wenn ich zu den Guten gehöre,
ist die Frage, wer sind denn die Nicht-Guten? Also brauche ich irgendwelche anderen? Das sind die anderen. Das sind die Terroristen. Das sind die Nazis. Das sind die Ungläubigen. All das funktioniert mit und ohne Religion. Aber dieses "Ich bin ein guter Mensch" geht fast nicht ohne einen Hauch von Verachtung. Und es geht auch fast nie ohne so einen Hauch. Also sieht ganz gut aus. Ich bin stolz auf was. Ich bin sehr stolz auf was. Schau mal, tu doch nicht lügen. Das wäre doch unter deiner Würde. Was? Du willst fremdgehen? Hast du vergessen, aus was für einer Familie du stammst? Schau mal, du kannst all die guten Sachen machen und du kannst sie komplett aus Stolz machen. Jede gute Tat der Welt kannst du tun, einfach nur, um dein Selbstbewusstsein zu bauen. Ich bin ein guter Mensch. Habe ich schon wieder was gespendet? Versteht mich nicht falsch, ihr Lieben. Es ist wirklich gut, dass der was spendet. Es ist wirklich gut, dass der nicht fremd geht. Es ist wirklich gut, dass der nicht lügt. Aber wir Menschen sind so, dass an all unseren guten Sachen auch sowas dranhängt. Der Gute, der so stolz ist auf seine Gutheit und die anderen so verachtet. Es gibt so viele höchst moralische Menschen, die innerlich komplett davon leben, von diesen, ich bin keiner von denen. Jetzt, lass uns genauer hinschauen, was das Problem mit dieser Stolzsache ist. Stolz sagt ja, das, was ich habe, das, was ich bin, habe ich aus mir selbst. Ja? Und die Schrift und die christliche Lehre schon immer empfindet Stolz als was sehr, sehr, sehr Negatives. Und ich will euch kurz erklären, woran das liegt. Ich habe gestern diese Stelle schon mal gezeigt, wo Paulus sagt, hey, warum rühmst du dich eigentlich? Was gibt dir denn Vorrang? Und auf Deutsch gesagt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Alles, was du hast, das hast du empfangen. Das bedeutet, ganz klar, wenn du sagst, ich bin ein ruhiger Mensch, ich lasse mich nicht provozieren. Ja, und den Charakter hast du produziert, oder? Die Gene, die hast du die aus dir selbst? Oder hast du deine Erziehung? Hast du die Tatsache, dass du in dem Land geboren bist, in dem du nun mal geboren bist? Kannst du darauf stolz sein? Also kannst du dir das aufs Guthabenkonto schreiben? Die Antwort ist nein. Wir haben praktisch alles empfangen. Und wir sind ständig in der Tendenz, das zu vergessen. Und jetzt, vielleicht ist deine Reaktion, dass du sagst, okay, alles klar, wir sind manchmal ein bisschen stolz. Wo ist denn das Problem? Aber ich kann doch trotzdem ein guter Mensch sein. Ich kann doch trotzdem ein guter Mensch sein, ohne jetzt unbedingt an Gott zu glauben. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Stell dir vor, es gäbe einen jungen Studenten. Und der Student ist ein Musterschüler. Der ist unglaublich gut. Er ist auch ein ganz lieber Kerl. Er ist hilfsbereit. Der engagiert sich für die armen Leute. Er ist immer ehrlich. Er betrügt nie bei seinen Prüfungen. Und er hat eine alte Mutter. Und diese alte Mutter hat ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan, als für diesen Sohn zu sorgen. Die hat alles Geld, was sie hatte, zusammengekratzt. Sie hat sich selber nie was gegönnt. Alles, um ihren Sohn, den sie so sehr liebt, das zu ermöglichen. Jetzt stell dir vor, dieser junge Student wüsste all das, aber würde sich kein einziges Mal bei seiner alten Mutter bedanken. Er hat sie komplett vergessen. Er schreibt ihr nie eine Karte, er ruft sie nie an. Frage, was wäre mit all seinem Gutsein, mit seinen guten Noten, mit seinem ein höflicher Mensch sein? Wenn du all das wüsstest, könntest du sagen, es ist ein rundum guter Mensch. Oder würdest du nicht vielmehr sagen, er geht so fundamental an was vorbei, weil er vergessen hat, wem er alles verdankt? Und genau dieser Art, genau dieser Kategorie ist die Analyse des Evangeliums, dass das die Mitte unseres Problems ist. Schaut mal, das Evangelium sagt nicht, dass es schlecht ist, wenn ein Mensch was Gutes tut. Natürlich nicht. Das Evangelium sagt nur, in allem, was Menschen tun, in all ihrer menschlichen Gutheit, haftet ein Geschmäckle an, das nicht nur gut ist. Und das erstens die Beziehung zu Gott beeinträchtigt, das ist dieses Thema mit Stolz, aber im weiteren Verlauf immer auch die Beziehung von Mitmenschen zu Mitmenschen beeinflusst. Schauen wir uns so ein paar Steine einfach an. Jemand, der sagt, ich bin selbst gut, es geht fast immer einher mit so einer gewissen Portion Selbstgerechtigkeit.
So, und dann ereifern wir uns, wenn in den Nachrichten irgendein Schuft wieder offenbar wurde, der irgendwas Böses getan hat, weil tief drin wissen wir, ja, so einer von den ganz Schlechten sind wir nicht. So. Das Problem ist, aus so einer Haltung, ich bin einer von den Richtigen, ergibt sich ein extrem gefährliches Ding, nämlich Unkorrigierbarkeit. Und das haben so viele Menschen. Das sind die Menschen, die sagen, ich habe nichts zu beichten, ich habe noch nie jemand umgebracht. Jetzt stell dir vor, was ist einer der krassesten Beziehungskiller zwischen Menschen? Das, wenn du eine Ehe hast und beide sind der Meinung, ich bin ein guter Mensch, dann hast du bald eine Scheidung. Und so wirkt nämlich all diese Gutheit, sie baut auch eine Mauer. Und zwar eine Mauer, die aus Enge und Regeln besteht, weil ich muss ja ein guter Mensch sein. Und die aus Besserwisserei besteht, weil ich weiß ja immerhin, wo es lang geht. Und was sehr, sehr, sehr viel mit Kontrolle zu tun hat, weil ich muss ja ständig aufpassen, dass alles passt. Es ist so lustig. Auch jene, die gar nicht an Gott glauben, aber gute Menschen sein wollen, was die für enge Regeln haben, was du alles einhalten musst, sonst bist du nämlich keiner mehr von den Guten. Und vor dem haben wir alle unglaublich Angst. Denn auf der Rückseite von dieser Selbsterlösung, ja, diese ich kann durch mein eigenes Gutsein alles retten, weißt du, was da auf der Rückseite steht? Selbstverdammnis. Wehe, du schaffst es nicht, gut zu sein, dann gnadet dir kein Gott. Und ihr Lieben, ich kenne Christen, die so funktionieren. Neulich hat mir ein Mensch, der ganz, ganz eifrig ist im Glauben, unter Tränen gestanden oder ist total fertig und hat nur diesen Satz geschrieben, ich tue ja überhaupt nichts Gutes. Tja, und wenn das mein Selbstbild ist, ich bin ein guter Mensch, dann bleibt dir nur noch die Verzweiflung, wenn du mal nicht mehr gut bist, wenn du mal versagst. Und deswegen wirst du nach außen kalt und du wirst überheblich und stolz. Und Verachtung prägt dein Leben. Du wirst Sündern gegenüber verurteilend sein. Ihr Lieben, wie viele Fromme gibt es, die so gut sind und so viel beten und so voller Verurteilung sind? Ich staune drüber. Ich staune drüber. Und so entsteht beinahe eine Mauer aus Selbstgerechtigkeit, aus nie gut genug. Mich hat das erinnert an das, ja, wie Paulus schreibt über die Werkegerechtigkeit, über den Versuch aus eigener Kraft, das zu schaffen. Und Paulus sagt, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht anerkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ist das nicht interessant? Das ist wie eine Mauer. Und ihr Lieben, ich glaube, dass ganz genau das die Geschichte Europas ist. Wir haben uns eine Mauer aufgebaut, auf so viel, worauf wir so stolz sein können. So viel Bildung und so viel Freiheit und so viel Gerechtigkeit angeblich in unseren Ländern. Und verstehen nicht eines, nämlich, dass wir diese Mauer für was brauchen. Und weißt du für was? Schau mal, ihr Lieben, jeder von uns hat ein Herz. Also in echt sieht es ein bisschen anders aus, aber auch ein bisschen so ähnlich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du tief in dich reinschaust, ist dieses Herz nicht so wahnsinnig anatomisch schön, wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe, sondern es gibt diesen ekligen, schwarzen, klebrigen, knetigen, gummiähnlichen Schleim, der unser Herz umhüllt. Und zwar das Herz jedes Menschen. Und zwar in so einer Stärke, dass egal was du versuchst, das aufzukriegen und wegzukriegen, du dich immer wieder selber damit befleckst. Weil all das immer auch mitschwingt. Und dahin zu schauen ist aber extrem bedrohlich für uns. Und deswegen verstecken wir dieses Herz hinter dieser Mauer. Hinter dieser, oder ich kann es auch mal umdrehen, hinter dieser schönen, golden aussehenden Mauer. Die sieht ja so toll aus auf den ersten Blick.
Ja, wir bauen sie schon wieder auf, die Mauer. So. Das heißt, stimmt nicht, manchmal ist es schon so, manchmal leuchtet der Stolz schon ein bisschen durch. Die Selbstgerechtigkeit, das zeigt sich ja nie alles auf einmal. Das wird sich alles erst einmal zeigen, wenn du wirklich vor dem Herrn stehst. Er scheidet Wahrheit von Lüge. Und ein bisschen Verachtung, das sieht man schon, aber viel anderes sieht auch ganz großartig aus. Und wir brauchen diese Verachtung, von der wir übrigens in der Schrift an so vielen Stellen lesen, um unser eigenes Herz zu schützen. Du musst mal nur in der Bibel lesen, wie viele Konfrontationen Jesus hatte. Übrigens nicht mit den Bösen dieser Welt, sondern mit den Guten dieser Welt. Einmal erzählt Jesus zum Beispiel ein Gleichnis und die Einleitung lautet: Einigen aber, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten. Das ist unser aller Geschichte. Ihr Lieben, darf ich das einmal klar sagen? Das hier ist absolut kein bisschen die Botschaft des Christentums. Es ist nicht das Evangelium. Und es nervt mich ein bisschen, weil ständig wird genau das gepredigt. Es wird gepredigt, Christentum heißt, Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, dass wir jetzt auch Mitmenschen lieben. Die Sache Jesu braucht nämlich Begeisterte. Aha, du bist also einer von den Begeisterten. Und dann gibt es noch die anderen. Oder wie stellst du das vor? Ja, Gott liebt die Welt. Deswegen setzen wir uns auch für die Bewahrung der Schöpfung ein. Nichts gegen die Bewahrung der Schöpfung. Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist immer noch das gleiche Spiel von: Ich bin ein guter Mensch, indem ich mich anstrenge. Aber Leute, du steigst nicht auf einer Stufenleiter von Gutheit in den Himmel. Es ging komplett andersrum. Da kam von oben nach unten was. Und genau das ist das Evangelium. Jetzt lass uns mal anschauen, wo eigentlich das Problem ist. Wir haben jetzt relativ viel über diese Moralismusgeschichte gesprochen und wir haben gesehen, okay, da bleibt diese Mauer, da bleibt sowas im Herzen, wo wir nicht rankommen. Aber unsere Gesellschaft sagt das ja gar nicht. Unsere Gesellschaft sagt, du weißt was, ist eh gerade egal. Der eine sieht so, der andere sieht so. Das passt doch. Ja? Also kurz mal, wenn du nicht mehr an den Moralismus glaubst, wenn du sagst, ja, nee, auch in meinem Versuchen, gut zu sein, sind noch immer riesengroße blinde Flecken, dann kannst du das eigentlich nicht mehr glauben. Du musst sagen, nee, so ohne weiteres stimmt das nicht. Und jetzt hilft dir vielleicht der Relativismus. Und er sagt, ja, okay, wenn du jetzt versuchst, so ein Superheiliger zu werden, alles klar. Aber letztendlich, hey, jeder Mensch ist ein Sünder. Und wir sind alle, ja, der eine macht so, der andere macht so. Und was soll's eigentlich? Schaut mal her, ich erkläre euch kurz, worum es überhaupt geht mit dieser ganzen Evangeliumsgeschichte. Ja, zwei Kinder streiten. Eine Kind sagt, ich habe dir von meinen Bonbons zwei gegeben und du hast mir nur eins gegeben. Es gibt ein Gesetz in uns, das sagt, das ist nicht fair. Dieses Gesetz haben Leute in sich, ob sie an Gott glauben oder nicht. Wie die Gesetze genau aussehen, das kann unterschiedlich sein. Aber es gibt keine Kultur der Welt, die sagt, es ist total toll, deine Freunde zu betrügen. Oder es ist total gut, jemandem, der dir viel geschenkt hat, gar nichts zurückzugeben. Jeder Mensch sagt, da stimmt was nicht. Also es gibt ein Gesetz in unserem Inneren. Und das Problem ist, dass dieses Gesetz sich ziemlich radikal unterscheidet von sonstigen Gesetzen. Denn es gibt ja auch sonstige Gesetze, zum Beispiel Naturgesetze. Gravitation, wenn ich den Stift fallen lasse, fällt er zu Boden. Wie ist es mit der Gravitation? Gilt die immer? Ja, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo fliegst, dann vielleicht nicht mehr. Aber sonst grundsätzlich, ne, Naturgesetze gelten. Ja, wenn du den Stein fallen lässt, dann fällt er. Naturgesetze gelten. Und das Gesetz in uns selber drin, das ist ein bisschen anders. Weil manchmal halten wir uns dran und manchmal halten wir uns nicht dran. Jeder Mensch kennt es. Jeder Mensch, wenn er tief in sich hineinhorcht, wenn er sich trauen würde, tief in sich hineinzuhorchen, der würde vielleicht nicht sagen, ich bin ein verlorener Sünder, aber er wird sagen, okay, eigentlich könnte ich anders leben. Ja? Du musst echt relativ verstrahlt sein, zu sagen, wenn ich mein Herz anschaue, alles supi. Es gibt diese Menschen, die das so sagen, nur in deren Gegenwart hält man es nicht aus. Man nennt sie Narzissten.
Unsere Gesellschaft ist voll mit Menschen, die sagen, hey, alles gut, ich bin ein guter Mensch. Na? Und das ist die Strategie, Sünde und das Böse klein zu reden. Sowas ist doch alles okay, es passt doch. Nun, das mit dem Kleinreden ist total lustig. Unsere Gesellschaft sagt, na, eigentlich tief drin, wir sind keine Sünder. Na, tief drin kann man eigentlich nicht sagen, dass wir Sünder wären. Und wenn du ein Schuldgefühl hast, wenn du so einen Schuldkomplex hast, dann musst du vielleicht zum Therapeuten gehen. Der kann dir vielleicht helfen. Ja, was ist der Therapeut? Der kann dir vielleicht schon helfen, dass dieses Gefühl weggeht, aber damit geht noch nicht die Sache weg. Ja, das ist wie wenn du Schmerzen hast und nimmst, weil dein Bein blutet, du nimmst eine Tablette dagegen, deswegen ist die Wunde noch nicht geheilt. Schau, weil wir da so, wir schauen da ungern hin, ja? Ja, wenn man echt sagen würde, okay, dieses Moralismus-Ding machen wir nicht, sondern wir sagen, wir sind eh alle cool, wir schauen ungern dahin. Und deswegen muss uns da jemand helfen. Und einer, der uns dabei hilft, nämlich besonders der, den Relativieren, das ist der Schönredner. Hier kommt der Schönredner. Der sagt, das ist alles nicht so schlimm. Die einen machen es so, die anderen machen es so, ist nicht so schlimm. Das Problem ist, der Schuld ist es komplett egal, die bleibt nämlich. Und in der Moderne haben Leute kein Schuldgefühl mehr gegen Gott, das drängt sie nicht in den Beichtstuhl, sondern sie kriegen halt einfach eine sonstige psychische Krise. Weißt du, dass einfach der Gebrauch von Psychopharmaka sich allein in Deutschland in den letzten 10 Jahren irgendwie mit so einer Kurve nach oben entwickelt hat? Weißt du, Sartre, so ein französischer Philosoph, der nicht an Gott geglaubt hat, hat dem Lebensgefühl nachgespürt, das er empfindet. Und er sagt nicht, oh, mir fehlt Gott, ich werde meine Schuld nicht los, an das glaubt er nicht, sondern er nennt dieses Lebensgefühl einfach nur Ekel. Das ist ganz interessant. Man hat Bundeswehrsoldaten, es gibt es quer durch alle Armeen hat man das gemacht, man hat die untersucht, wie die drauf reagieren, wenn sie was ganz Schlimmes erlebt haben. Und da gibt es die posttraumatische Belastungsstörung, das kennt ihr vielleicht, dass jemand einfach nicht mehr schlafen kann und Panikattacken hat, weil er was Schlimmes gesehen hat. Aber man hat rausgefunden, dass es noch was anderes gibt, und zwar nur dann, wenn sie selber schuldig geworden sind. Und die Psychologie, die braucht dafür gar nicht Gott, die Psychologie nennt es mittlerweile, gibt es einen Fachbegriff, Moral Injury. Also moralische Verletzung. Und der Witz ist, wenn du die Leute zum Psychotherapeuten schickst und er sagt ihnen, ja, du konntest nicht anders, der hat doch zuerst geschossen oder du konntest doch nicht sehen, dass deine Kugel auch ein kleines Kind treffen kann, werde deine Gefühle los. Komm, das war nicht so schlimm. Na, lern damit umzugehen. Der Punkt ist, es funktioniert nicht. Und weißt du, was die meisten Soldaten tun, die schwere Moral Injury haben, also eine moralische Verletzung, weißt du, was sie tun? Sie bringen sich um. Weil etwas in uns sagt, so kannst du nicht leben. Lieber sterben, als so zu leben. Ihr Lieben, es gibt jene, die sagen, ja, du, auch Gott nimmt es ja nicht so genau. Ne? Gott, der lässt uns am Schluss alle in den Himmel als nicht so tragen. Es ist noch immer diese gleiche Strategie des Schönredens. Und Psychologen haben das untersucht und haben gesagt, wenn jemand seine Schuld schönredet, dann wird die Beziehung nie wieder heil. Weißt du, was passiert, wenn zum Beispiel ein Täter, jemand, der was Schlimmes getan hat, seine Schuld schönredet und sagt, ich konnte nicht anders. Und das keine echte Reue, keine echte Versöhnung ist. Weißt du, was passiert? Es passiert einfach nur, dass dem sein Herz sich noch weiter versteinert. Und das ist das, was mit Narzissten passiert. Narzissten, also Menschen, die sagen, ich bin ein Guter und mir kann keiner was, die werden immer kälter und verbohren sich immer mehr in ihre Wand. Und wenn du mit einem verheiratet bist, dann weißt du das. Die fühlen sich selber nicht schuldig, aber mit ihnen hält es kein Mensch aus. Denn hinter dem Schönredner ist nichts anderes als einfach nur ein billiger Lügner. Und tief drin wissen wir, dass da was nicht stimmt. Jetzt
lässt uns das Christentum, das echte Christentum, nicht die Option offen, das wegzureden. Aber schonungslos dahin zu schauen, fühlt sich entsetzlich an, aus einem ganz wichtigen Grund. Und zwar, weil auf einmal, wenn du schonungslos hier hinschaust, jemand anderer auftritt. Nicht nur der Lügner, sondern auf einmal kommt eine andere Stimme und die ist noch viel schlimmer. Und das ist die Stimme des Anklägers. Und er sagt, ich mach dich fertig. Ich bewirke, dass du dich noch viel elender fühlst. Du bist kein guter Mensch, richtig. Das Weglügnen hilft dir nicht mehr, das hat nur eine Zeit lang geklappt. Alles klar, ich mach dich fertig. Hinter dem Ankläger ist in deinem Kopf was. Da gibt es einen und der ist echt gefährlich. Und das ist der innere Zerstörer. Das ist der, der sagt, du freust dich gerade ein bisschen, du darfst dich nicht freuen. Denn wer bist du denn? Du bist gar nichts. Und wenn du auf diese Stimme hörst, dann wählst du den Tod. Und weil wir Menschen das wissen, es ist immer noch leichter, das schön zu reden oder wegzuleugnen oder sich zu verstecken. Weißt du? Jetzt das Blöde ist, das Christentum sagt schon, dass die beiden nicht recht haben. Aber das Christentum gibt uns nicht diesen platten, naiven Optimismus. Alle Menschen sind gut. Sorry, warst du schon mal in der Welt unterwegs? Ich muss ja immer lachen, wenn Leute sagen, wenn einfach nur alle Menschen sich anstrengen würden, den Frieden zu wählen und die Liebe zu wählen, dann wäre doch die Welt ein besserer Ort. Und ich sage, weißt du was? Die allermeisten Menschen strengen sich schon jetzt an, die Liebe zu leben und ein guter Mensch zu sein. Und die Welt, wie sie jetzt ist, ist das Ergebnis von diesem Versuch. Es ist so. Der Mensch aus sich selber heraus ist nicht gut. Und das Christentum teilt mit dem Moralismus eine extrem pessimistische Einschätzung des Menschen. Das Christentum sagt, deine tiefsten Albträume täuschen dich nicht. Aber das ist nur ein Teil der Botschaft. Es gibt einen zweiten Teil der Botschaft, weil jetzt kommt der Ankläger. Und so viele Menschen denken, Gott sei der Ankläger. Und dann hören wir auf einmal das Evangelium und wir können es fast nicht glauben. Paulus sagt über Gott, dass er nicht der Ankläger ist, sondern er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Also Gott ist nicht der Ankläger, sondern der dich recht spricht. Wer kann sie verurteilen? Gott, Jesus Christus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, der sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Nun lass uns überlegen, wie das funktionieren könnte. Ich komme zurück zu dieser psychologischen Geschichte von Täter und Opfer. Psychologen haben erforscht, wenn einer echt schuldig geworden ist, ein Täter, wie findet der wieder Seelenfrieden? Die einfache Antwort, nur durch reale Versöhnung mit dem Gegenüber. Nicht indem er Tabletten nimmt, dass er keine Schuldgefühle mehr hat, sondern nur, wenn es eine reale Versöhnung gibt. Und weißt du, was es für die Versöhnung braucht? Drei Dinge. Erstens eine echte Schuldübernahme. Der Täter muss die Verantwortung übernehmen und sagen, das ist kein bisschen, will ich das schönreden. Eine echte Schuldübernahme. Ich stehe dazu. Zweitens, ich muss deinen Schmerz fühlen. Also das ist nicht nur was Mentales, ja, ist echt schlimm. Eine echte Versöhnung, echter Ausgleich ist nur, wenn eine Übernahme da ist von Verantwortung und ein empathisches, ich spüre das Gewicht von dem. Und das Dritte ist dann ein realer Ausgleich. Es reicht nicht, dass er sagt, sorry, passiert mir nie wieder, wenn ich dein Auto, das 40.000 Euro gekostet hat, zu Schrott gefahren habe, muss ich irgendeinen Schritt setzen, dass man sieht, ich meine das.
Jetzt ist es schon schwer genug zwischen zwei Menschen. Aber jetzt stell dir vor, das wäre die Wahrheit. Stell dir vor, du wärst der Student. Und du hättest dein Leben lang deine arme Witwe nicht angerufen. Oder du hättest sie vielleicht angerufen, deine arme Mutter. Oder du hättest sie vielleicht angerufen, aber du hättest es nicht wirklich raus über die Lippen gebracht, dass du tatsächlich dankbar bist. Aber noch viel radikaler. Stell dir vor, es gäbe jemanden, der dir alles, alles, alles geschenkt hätte. Wie gesagt, jedes Molekül Sauerstoff, das du je eingeatmet hast, jede positive Eigenschaft, die du hast, alles Positive, was es in deinem Erbgut gibt, was du durch deine Erziehung oder dadurch, dass du in diesem Land aufgewachsen bist, mitbekommen hast, du hättest das alles verdankt. Und du hättest so, so, so oft mit all diesen Sachen reagiert, mit Überheblichkeit, mit Stolz und was auch immer noch es auf dem Konto in deinem Leben gibt. Sagst du, wenn zwischen Opfer und Täter nur dann ein wahrer Ausgleich stattfinden könnte, wenn einer voll Verantwortung übernimmt, die Schwere von dieser Schuld wirklich spürt und wirklich was entgegensetzen könnte. Freunde, wer sollte das tun können? Leute sagen, ja, wenn Gott die Welt liebt, dann kann er doch einfach so vergeben, dann braucht es kein Kreuz. Das, ihr Lieben, ist nichts anderes als ein Schönreden von dem, was wirklich Schuld ist. Ja, dann brauche ich kein Kreuz. Wenn Gott so ein Opa ist und die Sünde der Menschheit besteht drin, dass wir manchmal falsch parken, aber ich sag dir, Gott ist kein Opa und schau dir mal die Welt an und schau dir mal dein Herz an. Da gibt es bedeutend Tieferes als falsch parken. Wer könnte sagen, ich übernehme Gott gegenüber die volle Verantwortung für meinen Mist? Ich trage die volle Konsequenz und ich setze was Reales dagegen, dass hier wieder Versöhnung. Wer hätte den Anspruch? Und die unvorstellbare, die unglaubliche Botschaft der Bibel ist, dass das tatsächlich real nicht möglich ist, aber dass das tatsächlich real am Kreuz passiert ist. Denn um diese Versöhnung herzustellen, bedurfte es eines, der fähig ist, erstmal stark genug ist, all dieses Zeug von allen Menschen der Welt zu tragen. Seht das Lamm Gottes, es trägt die Last der ganzen Welt. Der dann aber gleichzeitig mächtig genug wäre, da durchzubrechen und was an die Stelle zu setzen. Jetzt das Problem ist, wenn für uns Menschen das wieder gut gemacht werden muss. Wir haben ja gehört, Täter-Opfer-Ausgleich, da muss von beiden Parteien was kommen. Wenn du mich beleidigt hast, kann ich nicht deinen Part machen. Kann ich nicht sagen, an deiner Stelle entschuldige ich mich bei mir. So. Da muss ja von dir was kommen. Aber was sollte von uns Menschen kommen? Das müsste ja ein Mensch sein, der alles kann. Und genau das ist passiert. Gott ist Mensch geworden und hat an unserer Stelle was getan, was kein Mensch kann, nämlich die komplette Verantwortung übernommen. Er war der komplette Büßer. Er war der vollkommene Umkehrende. Und das, ihr Lieben, ist die Bedeutung dieses unglaublichen, staunensreichen und herrlichen Geschehens, dass wir das Kreuz Jesu nennen. Das Kreuz Jesu hat zwei Botschaften. Eine ist erfreulicher, die andere ist ein bisschen schockierender. Und diese Botschaft lautet: Du willst sehen, was Sünde macht? Das macht Sünde. Sie durchbohrt den Besten aller Menschen. Du kannst das Kreuz nicht verstehen, ohne erstmal zu wissen, dass der Relativismus Lüge ist. Und die Wahrheit ist, du blickst aufs Kreuz und siehst
so verloren wärst du. Das ist das, was Sünde tut. Ohne Kleinreden, ohne Schönreden. Und gleichzeitig, um eine Wiederherstellung herzukriegen, müsste noch was passieren. Das Erste, was das Kreuz macht, ist, es zerbricht diese Mauer von Gutsein und sagt, erzähl mir nichts. Das ist die Wahrheit. Und das Zweite, was das Kreuz tut, ist, es sagt, aber weißt du was? Er hier, hinter dem sehe ich, er hier versteckt. Der hat hier sein Werk getan. Und seither tut er sein Werk nirgendwo mehr. Und so geschah durch dieses Geschehen am Kreuz was? Was kein Mensch je gekonnt hätte. So schreibt der Paulus, es gibt jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Jesus Christus hat dich frei gemacht. Weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch, das ist das Gesetz, nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn. Ihr Lieben, was ich euch erzähle, ist keine Theorie, sondern es ist die Wahrheit. Das ist das Evangelium. So verloren wärst du und gleichzeitig so geliebt bist du. Das heißt, der Moralist hat schon ein bisschen recht. Es gibt die Bösen, nur wir alle sind's. Und der Relativist hat auch ein bisschen recht. Es gibt schon was Wunderbares, aber wir sind nicht alle wunderbar. Und das Christentum sagt, seht her auf das, was Gott getan hat. Paulus ruft es raus, es ist so eine Wonne zu lesen. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, dass ihr euch immer noch zu fürchten bräuchtet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Der Geist, in dem wir rufen, aber Vater. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes. Ihr Lieben, diese Botschaft durchdringt die Herzen der Menschen seit 2000 Jahren. Und diese Botschaft des Evangeliums ist das Einzige, was alles neu macht. Das Evangelium macht alles neu. Nicht die Plastikmünze, sondern diese Botschaft. Die alte, ewig neue, immer umfochtene, stets angegriffene Botschaft des Evangeliums. Sie macht alles neu. Sehr schön, der alte Kirchenlehrer Tertullian hat gesagt, so wie Jesus zwischen zwei Dieben gekreuzigt wurde, so wird jede Wahrheit zwischen zwei Häresien gekreuzigt. Eine Häresie ist eine Irrlehre. Das ist das Evangelium. Und es gibt zwei Irrlehren daneben. Die eine sagt, alle sind gut, alle Religionen sagen das Gleiche, alle sind wir gute Menschen, wir kommen alle in den Himmel, wenn wir so brav sind. Und die sagen, nee, wenn du dich genug anstrengst, wenn du viel genug betest, wenn du immer gute Werke tust oder wenn du dich für die gute Sache einsetzt, dann. Und beides ist eine Plastikmünze. Jetzt das Allerbeste ist, dass das noch nicht Ende des Liedes ist. Sondern Paulus fährt noch fort und sagt, das, was hier passiert, nämlich, dass das Evangelium alles neu macht, das bleibt nicht mal hier stehen, sondern geht noch weiter und betrifft die ganze Schöpfung. Er sagt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung,
Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag in Geburtswehen liegt. Das bedeutet, es wird ein Tag kommen, wo das, was in deinem Herzen anfängt, das, was im Herzen von jedem echten Hörer des Evangeliums anfängt, die ganze Schöpfung vollenden wird. C.S. Lewis schreibt an so einer Stelle, es wird ein Tag kommen, wo der böse Traum vorbei ist. Denn tief drin, wenn du weißt, wenn du spürst, dass es schlimm ist, dass Menschen leiden, dass es schlimm ist, dass es Länder gibt, wo Unrecht herrscht, oder dass es schlimm ist, dass Korallenriffe sterben oder Tierarten aussterben, etwas in uns sagt, es geht um die ganze Schöpfung. Und dieses Etwas ist das Echo von dem, was Gott real tun will, was im Evangelium angefangen hat. Seit 2000 Jahren. Hört nicht auf zu laufen und es läuft hinaus. Es wird hinauslaufen und eines Tages alles komplett verändern. Das ist so eine unglaubliche und fantastische Botschaft. Aber bitte, wir werden im zweiten Teil gleich noch mehr drüber hören. Aber versteht mich nicht falsch. Wenn du dich anstrengst, ist nichts Falsches dran, aber dein Herz aus eigener Kraft zum guten Herzen verbiegen zu wollen, da kommen verbogene Menschen raus. Auch christliche Leiter, christliche Eltern, die ihre Kinder zu guten Menschen erziehen wollen, du musst immer ganz gut sein, es kommen verbogene Geschichten raus. Es gibt keine guten Menschen, ich habe noch keine getroffen. Es gibt nur normale Sünder, die unendlich mehr Böses tun könnten, wenn sie nur mehr Gelegenheit dazu hätten. Im Ernst. Auch C.S. Lewis sagt an einer Stelle, man merkt erst, zu wie viel Bösen man fähig ist, wenn man mal wirklich versucht, richtig gut zu sein. Die wenigsten Menschen versuchen wirklich gut zu sein. So, oh, ist egal. Ja? Es gibt nur normale, durchschnittliche Sünder, die zu ganz schön viel Mist fähig sind. Und es gibt nur normale, durchschnittliche Sünder, die tausendfach unendlich mehr geliebt und angenommen und verherrlicht sind, als sie je erahnen können. Das ist die beste Botschaft des Universums. Es ist das Evangelium. Und ich will heute dafür werben. Ich will werben für eine Neuentdeckung dieser alten, einfachen Botschaft. Und ich möchte sagen, auch wenn du meinst, du kennst es schon, du hast es schon oft gehört, vielleicht hast du es selber schon oft gepredigt, aber es war immer ein Stück Plastikmünze in der echten. Ich will dich heute neu einladen, wenn dein Ich-Ideal dich erdrückt, wenn du merkst, ich schaffe es nicht, ich wollte so ein guter Christ sein und ich schaffe es nicht, dann komm zu Jesus ans Kreuz. Und wenn du es einfach satt hast, so zu tun, als schafftest du es aus eigener Kraft, aber du musst die ganze Zeit irgendwas heimlich verstecken und Deckel draufhalten, weil du denkst, wenn das rauskäme, dann wäre ich fertig. Dann erheb deine Augen zum Kreuz und schöpfe Hoffnung. Im Hebräerbrief wird der Glaube an Jesus verglichen mit dem Schabbat, mit der Sabbatruhe. So wie das Volk Israel ausgezogen ist aus dem Land der Sklaverei und dann in das gelobte Land kam, so sagt der Verfasser des Epheserbriefes, der glaubt, der kommt in ein Land der Ruhe. Das ist der Weg dorthin. Lest mal mit mir. Wer in das Land seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken aus, wie Gott von den seinigen. Er bezieht sich natürlich auf den 7. Schöpfungstag, auf den Ruhetag. Jesus ist deine Sabbatruhe. Jesus ist der Ort, wo du kommen kannst, egal was da ist. Jesus ist der Ort, wo du ausruhen kannst und wo alles neu werden kann. Er ist so gut. Diese Botschaft ist so gut und sie verändert alles. Das ist das Entfesselte, das Ungezähmte, das ewig Wirksame, die wahre Münze, das wunderbare Evangelium. Wir sehen uns nach der Pause.